So, ihr Lieben, ich grüße euch wieder ganz herzlich heute. Statt langes Sonntagsvideo heute mal ein rotes Schalvideo, weil ich privat jetzt auch eine ganze Menge Termine heute habe. Aber ich habe ein wichtiges Thema dafür mitgebracht. Es geht nämlich um den Größenwahn, also die Selbstüberschätzung und die Abwertung durch toxisch-narzisstische Personen. Gut, was will ich mit euch jetzt die nächsten paar Minuten mal durchsprechen? Das ist ein Thema, wo ich euch ein bisschen den Blick schärfen will auf diese Konstellation, dass es hier diese narzisstische Bewegung gibt. Weil man muss ja von Bewegungen inzwischen sprechen, ja, das ist ja nicht, ist ja schon langsam flächendeckend, was da passiert, ja, dass es hier den Großen, den Starken gibt, den Selbstüberhöhenden, den Selbstüberschätzenden quasi und auf der anderen Seite den, der eigentlich klein gemacht wird, der abgewertet wird, der geschwächt wird und der praktisch in eine Situation reinkommt, wo er so geschwächt ist, dass er sich fast nicht mehr wehren kann. Und das nehme ich deswegen, weil, ich weiß nicht, ob ihr die Beobachtung auch schon gemacht habt, es gibt eine immer größere Schere quasi zwischen diesen beiden Polen, ja, wo der eine sich quasi elitär fast wie ein König aufspielt, ihr werdet es nachher noch hören, also diese sehr selbstermächtigen Krönungsrituale, wenn du so willst, und drüben haben wir die Truppe der dummen Schafe, also ihr merkt, es ist so wieder ein bisschen provokativ von mir formuliert, aber das kennt ihr ja von mir, ja, und es erinnert mich stark an diese Bilder, weißt du, da gerade Neues, Altes Testament, Männer kommen immer diese Szenen mit diesen Opferlämmern, die da geopfert werden, ja, für die Versündigung der Sippe und so weiter, ja. Und es ist ja tatsächlich auch so, dass es, also man kriegt auch den Eindruck langsam auch so im Netz, auf dem Rücken dieser Opferlämmer, wenn man so will, ja, wird die Sünde der Welt getragen, ja. Also wo da bestimmte Menschen sich anmaßen, in ihrem Größenwahn bestimmte Dinge zu vollziehen und dann wird einfach, ja, da wird der Bauplatz drüber geschoben auf die armen, dummen Kleinen, ja, und die sollen dann mal auf mea culpa machen und sollen sich da irgendwo jetzt auf den Boden kauern und sagen, oh ja, da müssen wir jetzt an uns arbeiten und ja, genau, wir haben die Defekte und wir haben in die Demo zu gehen, ja, also das ist hier die Problematik, dass wir jemanden haben, der in den Größenwahn geht und drüben, die sollen alle reihenweise das Knie beugen, ja, gut, aber schauen wir uns das Thema mal ganz kurz an. Ihr wisst ja, die Kriterien narzisstischer oder teilweise auch psychopathischer Persönlichkeiten habe ich eine ganze Menge Videos zugemacht. Also wer da noch nicht so ganz schlau drüber ist, ruhig mal da ein bisschen stöbern. Also da gibt es ganz viele Videos zu, über die also Eigenarten und Eigenschaften dieser narzisstischen Person. Aber wo ich heute den Blick drauf lenken will, ist wirklich der Größenwahn. Der Größenwahn, die Geltungssucht, diese Selbstüberhöhung, ja, die im Grunde genommen drauf projiziert, ja, ich bin der Größte, der Schönste, der Beste, der Wissendste, ja, und ich habe hier ja, die Qualitäten einer Führungsfigur, ja, ich gehe in die Omnipotenz, also in die Allmacht, ihr werdet es nachher hören, auch fast die gottgleichen Züge, die ich für mich anmaße, ja, und das Problematische ist aber daran, ja, dass hier in ihrem Wahn einen Auftrag zu haben oder eine Mission zu haben oder eine Idee zu verfolgen, dass in diesem Wahn immer das Eigeninteresse schlummert, immer eine Idee, ein Bedürfnis, ein Machtanspruch einer einzelnen Person, die niemals kompatibel ist mit dem, was im Grunde genommen die Gemeinschaft ausmacht. Ja? Und da möchte ich euch den Blick ein bisschen schärfen, um einfach mal darauf zu achten, wo diese Schere überall in Gesellschaft, Beruf, aber auch in deiner Familie, in deiner Partnerschaft, wo die aufgeht. Ja? Und wo es schon mal wichtig ist, ich meine, klar, wir können die Narzissten nicht alle über einen Kamm scheren, aber wo es natürlich sehr auffällig ist, es gibt wirklich dumme Narzissten, ja, dumm, kannst du wirklich sagen, einfältig, ja, denen siehst du das auf 20 Kilometer Entfernung einfach an, ja, weil in ihren Pirouetten, die sie drehen und in ihrer riesen Ampelanlage wird einfach komplett klar, was sie da treiben und dass sie sich sehr, sehr wichtig
fühlen und sehr, sehr darauf bedacht sind, dass man sie sieht und wahrnimmt und dass man ihnen auch huldigt. Ja? Was an der Stelle oft eben auch ein bisschen fast zum Lachen ist, weil diese Personen selbst nicht, wirklich definitiv nicht selbst spüren, dass sie sich lächerlich machen. Also wo ganz viele Leute außen rum sich schon an den Kopf klopfen und sagen, und da guck ihn wieder an, den Eiskunstläufer da drüben. Ja? Was aber wichtiger für uns ist, ja, weil es gibt ja auch einen großen Teil sehr, sehr intelligenter narzisstischer Person, ja, muss man ganz klar sagen. Du hast in Führung, in Politik, in Wirtschaft, da wo die Kohle ist, da wo die, wo die Macht sitzt, ja, hast du oben an der Spitze immer Menschen, die sich durchgeboxt haben, die auch skrupellos sind, die keinerlei Regeln oder ethischen Wahrnehmungen eben haben, ja, und die arbeiten so subtil und so auch raffiniert, ja, das, du hast hier wirklich Strategien, du hast hier Schachzüge, die unvorstellbar sind, wo ein Normalo, ja, wie wir oder gar ein Empath, also der eigentlich Gefühle oder liebend ist, fürsorglich ist, ja, um die 500 Ecken kannst du gar nicht denken. Du würdest das gar nicht kapieren, dieses weit vorgeformte und vorgeplante strategische Denken von diesen Personen, ja. Und das Schlimme ist eben, dass die sich tarnen, du siehst ihm nicht an, dass er Psychopath ist, du siehst ihm nicht seinen Größenwahn zunächst mal an. Ja? Oder seine gottgleichen Ambitionen, die er hat, ja, weil die immer im Gewand des Charismas vorbeischauen, ja. Selbst ich traue mir nicht zu, einen Charismatiker, also jemand, der wirklich eine gewachsene, gesunde ein Führungsniveau hat, zu unterscheiden von einem Psychopathen. Weil die können das kopieren, weißt du, wie in der Schule diese Klatschbilder, ja, 1:1 rüber kopieren und nachspielen, ja. Du denkst, hier ist der Guru persönlich unterwegs, hier ist der Performer, Performer ist er ja nicht, sondern du denkst, der ist echt, ja. Du denkst, der ist, ja, da musst du ja nur in die Knie vor ihm fallen, ja, weil er so toll ist und so eloquent ist und so wissend ist in dem Fall. Und die Gefahr ist deswegen so groß bei diesen intelligenten Persönlichkeiten, weil sie die Ursache immer waren für das größte Leid auf der Welt. Ob das jetzt irgendwelche römischen Kaiser waren, ob das Feldherren waren, ob das in unserer näheren Geschichte jetzt war, ja, das sind immer Personen gewesen, die extrem viel Leid, Zerstörung, Qualen, Krieg auf die Welt gebracht haben. Und deswegen ist es auch wert, da drauf mal zu gucken und zu schauen, was ist denn hier bei uns auf der Welt los und was für Spielregeln gibt es da. Ja? Und wo ich den Fokus noch mal ein bisschen drauf lenken will, ist diese Göttlichkeit. Ich habe da ein bisschen jetzt was gelesen, auch von Bonelli, diesem Professor, den ich soweit sehr schätze. Also ich übernehme nicht 100%. Ich habe heute auch in meiner Selbsthilfegruppe auch wieder drüber geschrieben, dass es gibt ein paar Sachen, die ich sehr, ein bisschen zwiespältig sehe. Ja, aber an sich hat er gute Ansätze und er redet eben davon, dass diese gottgleichen Gestalten in ihrer Omnipotenz, in ihrem Anspruch des fast Heiligen, ja, des Heilsbringers, ja, du hast ja oft ihn auch in der Guru-Szene, in der spirituellen Szene, da können wahrscheinlich viele ein Lied von singen, da hast du genau solche Lichtfiguren oder so Pseudo-Lichtfiguren, ja, und die sind deswegen so problematisch, weil sie ja sich nicht nur zeigen in ihren Gebaren und in ihrer Selbstherrlichkeit, ja, weil sie auch Gesetze entwickeln, die oder Gesetze, du kannst sagen, fast ein Regelwerk entwerfen oder Normen, denen man sich dann zu unterstellen hat, ja. Und wenn du dich eben nicht unterstellst oder so eine gottgleiche Figur kritisierst vielleicht sogar, dann bist du weg vom Fenster. Das muss dir klar sein. Da kannst du nicht einen Verbesserungsvorschlag bringen oder sagen, oh, könnten wir das nicht mal ein bisschen überdenken, weil, nein, dann wirst du abgeschossen und das meistens über die Heerscharen dieses kleinen Königs, ja, dieser Figur, ja, weil er geht nie
direkt an die Front selbst, sondern er hat dann sein Team, seine kleinen Soldaten, die dich umzingeln. Ich habe auch da ein paar Videos für euch gemacht. Da ging es ja um Flying Monkeys. Da habe ich ein Video auch über Mobbing-Prozesse schon gemacht. Du müsst einfach mal stöbern, auch ein bisschen gucken. Ja. Und es ist immer so, dass du dann fast keine Chance mehr hast, weil durch diese Gruppendynamik wirst du zwischen den Mahlsteinen zermalmt. Quasi, ja? Und deswegen sind diese Prozesse eben so gefährlich. Und was eben Bonelli da auch gut zeigt, er sagt, dass diese Narzissten in der Selbstimmanenz verbleiben. Maniere heißt ja im Lateinischen verbleiben, bleiben, ja. Und diese Menschen bleiben in ihrem Korpus, in ihrem System. Also sie sind nicht fähig zur Transzendenz. Was heißt Transzendenz? Dass du den Blick nach oben richtest, ja? Dass du das Göttliche siehst, das Spirituelle, dass du die sozialen Werte siehst, dass du dass du Lebensphilosophien hast, dass du irgendan was glaubst, was höher ist, weiser ist, was dich trägt. Und das können die nicht. Die bleiben in ihrem Koordinatensystem und sagen, das ist das Gesetz. Und alles andere, was eigentlich in die Werte ja geht, die gemeinschaftsfördernd sind oder die stützend sind oder die uns tragen helfen. Diese Werte müssen zerstört werden, weil sonst seine eigenen Gesetze nicht zum Tragen kommen könnten. Und das ist die Problematik, auch gesellschaftlich. Und wenn er mal die Augen aufklappt, was erkennen wir denn? Das Narzisstische wabert da immer mehr durch die Medien. Es ist ja nicht nur sozial anerkannt inzwischen, sondern viele setzen sich das sogar als Orden auf die Brust. Ja, okay, ich habe narzisstische Züge, ich weiß, was ich will. Ich bin Karrieremensch, ja. Ich bin erfolgreich, ja. Also das ist mehr, als dass dieser Narzissmus geduldet wird in der Gesellschaft. Nein, er wird sogar forciert. Und wer narzisstisch ist, gehört zu der Siegertruppe. Und da sage ich ganz klar, da ist eine ganz fatale Entwicklung unterwegs. Ja? Und wenn wir da nicht langsam mal die Augen aufklappen, dann haben wir hier mehr der Narzissten und keinen mehr, der irgendwo Gemeinschaft trägt. Ja? Weil wir nur noch in diesen Wertigkeiten von einzelnen elitären Gehirnkonstruktionen unterwegs sind. Versteht ihr? Gut, und was eben auch wichtig für euch so ein bisschen ist, ja, was wichtig ist, ist, dass immer bei diesen größenwahnsinnigen oder selbsterhöhenden Personen immer die Abwertung auch erfolgt, ja. Geht mir bitte nicht in diese Schuldfalle rein, dass er sagt, naja, vielleicht sind wir ja auch kleiner, vielleicht sind wir ja auch nicht so schlau, vielleicht ist das ja wirklich der große Meister und Guru und so weiter, ja. Und wir müssen einfach als Lehrlinge uns jetzt unterwerfen. Leute, aufpassen, die können kein Knie beugen, haben wir vorhin kennengelernt. Die werden nie eine höhere Instanz oder Weisheit anerkennen. Sie sind die Großen, die Könige, die über alles regieren, über Leben und Tod, wenn du so willst. Auch in der Politik oder in der Geschichte, guckst dir doch an. Ja? Und da ist die Gefahr, dass wir zu stark die Schultern und viel zu schnell übernehmen, weil wir denken, naja, vielleicht sind wir ja wirklich die Schuldschafe. Ja? Und da ist eine große Gefahr drin, weil da ist ja klar, wo kannst du denn dann noch Selbstbewusstsein oder Selbstwert oder irgendwas erschaffen? Du gehst in die Demut, der andere geht in den Hochmut. Und da ist doch was verkehrt, oder? Ja, und ich habe hier auch teilweise, ich muss es dazu sagen, weil da stehe ich auch dazu, ich habe hier auch Aufträge die letzten 2 Jahre abgelehnt, ja, wo ihr wisst ja, ich mache ja auch viel nebenher auch dieses die Führungskräfte-Coaching-Schiene, ja, und da habe ich auch manchen Leuten, die in hohe Ämter wollten, da habe ich dann auch gesagt, Junge, hast du schon mal überlegt, ob dir nicht die Demut fehlt? Demut heißt nicht Unterwerfung, Demut heißt aber dem Volk oder den Menschen oder dem anderen dienen auch, ja. Weil wenn ich einen verantwortungsvollen Job habe, Leute, ja, dann muss ich begreifen, dass ich nicht egomanische Ziele verfolgen kann, ja, sondern dass ich für diese Verantwortung, für die ich gewählt werde oder für die ich übertragen bekommen habe, auch wirklich, dass ich hier dienen muss, ja. Aber das wäre jetzt eine größere Geschichte, das würde jetzt wieder das Video praktisch sprengen.
Ne? Also was ich jetzt nur damit sagen will, macht die Augen auf. Was ich will von euch, dass ihr in der, gerade auch in der Social-Media-Szene mal ein bisschen die Augen aufmacht. Wer geht denn als Guru oder zeigt sich da als Messias halb? Also ich möchte jetzt keine Namen nennen, also weil ich öffentliche Diffamierungen hasse. Ja? Aber ich, da musste ich schon mal schmunzeln die letzten Jahre, ja? Wo sich dann Trainer, also, ja, jemand hat sogar behauptet, mein großes Vorbild ist Jesus. Aber was wollte er sagen? Ich selbst bin Jesus Christ persönlich, stellt sich auf den Berg im Sonnenlicht und macht die Messias-Geste. Ja? Oder ein anderes Bild, da hat dann jemand sich ja, auch in Messias-Geste gezeigt, mit einem riesen Scheinwerferkranz, müsst ihr euch vorstellen, hinten um den Kopf. Ja? Das war bewusst, das war kein Zufall. Der hat sich wie eine Ikone ablichten lassen, wie eine Heiligenfigur, die quasi hinten den Heiligenschein hat. Ja, und da muss ich mir doch langsam noch mal an den Kopf langen, was da eigentlich da draußen alles passiert. Und wir sagen noch, oho, oho, vielleicht ist der wirklich so toll. Also durchschaut es, durchschaut da, wo Kohle unterwegs ist, in der Trainerszene, da, wo Geld unterwegs ist. Und durchschaut und durchleuchtet bitteschön auch die spirituellen Szene. Alles, was so in die Esoterik teilweise geht. Also ich bin jetzt nicht unbedingt in der Szene unterwegs, ich krieg's nur beiläufig mit. Da muss ich ganz klar sagen, du, da hocken aber ein paar auf sehr hohen goldenen Thronen, ja. Die, wenn ich sie vom Thron runterholen würdest, da würdest du sehen, dass die 1,22 sind und nicht 2,50, ja. Also wie gesagt, Augen aufhalten, ja, und ein bisschen kritisch sein und genau hingucken, wo geht diese Schere gerade in Gesellschaft, Beruf oder auch in deiner Familie sehr stark auseinander. Gut, Leute, wer mich braucht, ihr wisst, telefoniert mich an, besten mittags oder abends. Briefe kann ich keine mehr beantworten. Ich kriege Tonnen Briefe. So lieb, was ihr da auch teilweise schreibt. Oder ihr habt auch Anfragen, dass ich eure Lebensgeschichte durchgucken soll. Ich kann es nicht. Ich kann nicht von früh um 1 bis nachts um 12 über Briefen setzen und die beantworten. Also bitte macht euch Termine für psychologische Beratungen, Begleitungen oder auch Coaching-Prozesse. Und dann hat man manchmal mit ein paar Sitzungen, hast du oft die größten Problematiken aus dem Weg geschafft. Ja? Also Telefonnummer und Kontakte habt ihr unten unter mehr, wie heißt es, mehr Ansehen oder irgendwas. Ja? So, und die anderen, bitte freue mich, wenn ihr mir wieder einen Daumen gebt, weil das brauchst du hier in der Social-Media-Szene, dass überhaupt die Videos geguckt werden. Für unsere Neulinge, die dabei sind, vielleicht möcht ihr meinen Kanal abonnieren, dann seid ihr bei uns in der Gemeinschaft mit dabei. Wer Lust hat, kann auch in die Selbsthilfegruppe kommen. Allerdings bitte die drei Fragen beantworten. Wir lassen in eine geschlossene Gruppe nicht jeden rein, der einfach mal da ein bisschen an der Klingel drückt. Ja? Also das auch ein bisschen ernst nehmen, wer da bei uns mitmachen will. Ne? Und so grüße ich euch ganz lieb in euren Sonntag. Nächsten Sonntag machen wir vermutlich, also zu großer Wahrscheinlichkeit, wieder unser Sonntagsfrühstück, wo ich euch mehrere spannende Fragen beantworte. Und so grüße ich euch, alles Liebe, eure Susanne Lorei.